Im Schlaf können wir vom Alltag abschalten. Unser Körper regeneriert und tankt neue Energie. Doch nicht immer fühlen wir uns fit am nächsten Morgen. Ein unsichtbares Geheimnis steckt hinter einem tiefen Schlaf und dem Gefühl gesunder Erholung. Der Schlüssel zu diesem Gefühl ist der Energiehaushalt. Genauer gesagt die Balance der Energieströme im Körper. Es ist der gleiche Effekt wie beim Barfuß in der nassen Wiese laufen. Das ist wohl das schönste und entspannendste Gefühl und Kindheitserinnerung, das jeder kennt. Wenn die Zehen die feuchten Grashalme berühren, ist die Zellenergie im optimalen Fluss. Das ist der Grund der Erdung. Die Erdoberfläche ist eine natürliche Quelle für Elektronen. Sie besitzt davon einen Überschuss. Durch Barfußlaufen kann der Körper diese Elektronen direkt aufnehmen. Nicht nur unsere Erde ist ein Energiespeicher, Strom fließt auch ständig durch unseren Körper. Elektrische Impulse jagen durch unsere Nervenzellen und bringen Gehirn und Muskeln in Bewegung. Erden, im Englischen Earthing, meint den natürlichen elektrischen Zustand, wenn der Körper in direktem Kontakt mit der Erde steht. Das Energiepotenzial der Erde und das des menschlichen Körpers sich anpassen. Diese natürliche Energie, die die Erde abgibt, wirkt sich positiv auf die Gesundheit, die Leistung und das Wohlbefinden des Menschen aus. Durch moderne Errungenschaften wie synthetische Kleidung und der Zunahme von elektrischen Geräten lädt sich der Körper statisch auf. Diese überschüssige Energie können wir oft nicht an die Erde abgeben bzw. freie Elektronen aufnehmen. Grund dafür sind die Schuhsohlen, die häufig aus Gummi bestehen und einen isolierenden Effekt haben. Jeder hat schon mal beim Auto aussteigen und beim Zuhauen der Autotür oder beim Öffnen der normalen Tür, bei der Türschnalle, diesen elektrischen Schlag erfahren. Das heißt, es ist nichts anderes wie eine sofortige, spontane Entladung meiner körperlichen Aufladung, die ich habe, die dann mit einem Schlag abgeladen wird. Anzeichen für eine fehlende Erdung können zum Beispiel Energielosigkeit, innere Unruhe oder Kopfschmerzen sein. Um das Barfußlaufen zu imitieren und den regelmäßigen Ausgleich des Energiehaushalts zu unterstützen, haben Christian Hamel und sein Team jahrelang an einer Lösung getüftelt. Das Vicon-Band soll Menschen helfen, über einen Großteil des Tages geerdet zu bleiben. Das wird ein leitfähiger Stoff, der dementsprechend im Bett oder bei der Arbeit platziert wird, über diesen sogenannten Blindstecker angesteckt. In diesem Bereich fließt kein Strom, weil wir nur den Erdungskontakt verbaut haben bzw. anstecken oder verwenden. Und anstecken und dieser ganze Kontakt oder diese Erdung ist in dem Moment voll funktionsfähig vorhanden. Das Band besteht aus einem hochwertigen antibakteriellen Hightech-Stoff, der sensorische Eigenschaften besitzt. Durch einen praktischen Klettverschluss kann das Band einfach auf Matratzen und Kopfkissen befestigt oder als Schreibunterlage verwendet werden. Wie hoch die Körperladung im ungeerdeten Zustand ist, demonstriert Christian Hamel mit einem Voltmeter-Messgerät, mit dem man die elektrische Spannung messen kann. Hierzu verbindet er eine Messdiode mit dem Erdungsstecker der Schreibtischauflage. Ich berühre jetzt den zweiten Teil dieser Messdiode. Die zeigt jetzt 2,9 Volt, ist meine Körperladung, die ich habe. Und sobald ich das Deskbett berühre, geht die Messung runter und wir sind jetzt bei 0,08 Volt Körperladung. Sobald Körperkontakt mit dem Band besteht, fließt überschüssige statische Aufladung ab und freie Elektronen der Erde werden aufgenommen. Diese wirken als Antioxidantien. Im Körper stellt sich durch die Erdung ein Gleichgewicht ein. Der Körper besteht aus Zellen. In den Zellen sind die Atome. Um die Atome herum kreisen die Elektronen, die immer paarweise angeordnet sind. Man kennt es medizinisch, dass oft ein Elektron dann wegfällt. Das nennen wir dann freie Radikale. Die kranke Zelle versucht sich aus der gesunden Zelle dieses fehlende Elektron wieder zu holen und greift diese gesunde Zelle an. Das heißt, der Mensch versucht dann, sich diese freien Radikale dementsprechend wieder über Antioxidantien auszugleichen. Das passiert über das Zuführen von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, diese dementsprechend zu regenerieren. Und wie man jetzt mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen hat, man kann dieses freie Radikal oder dieses Antioxidant auch durch das Erden zugeführt werden. Die Erdung fördert einen erholsameren Schlaf. Dabei wird das Stresshormon Cortisol abgebaut, was uns am nächsten Morgen erholt und fit in den Tag starten lässt. Aber auch Krankheitsbilder verbessern sich.
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Aufnahme von freien Elektronen beim Erden es zu einer Verbesserung von vielen bekannten Symptomen wie akute chronische Entzündungen, Schmerzlinderung, verbesserte Schlafqualität, bessere und schnellere Regeneration etc. kommt. Muskelspannungen, EMGs, Hautwiderstand, EEG-Werte verändern sich messbar und unmittelbar mit dem Erdungskontakt. Innerhalb von Minuten verändert sich zum Beispiel auch die Blutviskosität, Sauerstoffsättigung, Blutzucker sowie der Stoffwechsel im Körper wird beschleunigt und verbessert. Auch Sportler profitieren von der nächtlichen Erdung, wie Bergläuferin Sandra. Sie nutzt seit längerer Zeit das Vicon-Band und hat bereits sichtbare Erfolge bei Traillauf-Wettbewerben festgestellt. Und es war so, also der Wettkampf hat 5 Stunden gedauert und normal ist einfach so, dass ab einer gewissen Zeit die Ermüdungserscheinungen eintreten und in diesem Fall sind die aber ausgeblieben. Also ich habe mich eigentlich mit zunehmender Dauer immer besser gefühlt und habe dann eigentlich auch zum Schluss noch Vollgas geben können. Ja. Wie sich die nächtliche Erdung auf die Regeneration nach einer intensiven Muskelbelastung auswirkt, hat Dr. Thomas Stöckel von der Sportwissenschaftlichen Universität Salzburg-Riff erforscht. Wie hat das Ganze ausgeschaut? Also 20 Minuten bergab laufen, das führt zu einem ziemlich starken Muskelkater. Und wir haben dann über 10 Tage lang immer wieder gemessen, einerseits einmal subjektiv, wie fühlt man sich belastet, und dann haben wir Kraftparameter, Schnelligkeitsparameter, Standardblutparameter erhoben, die eben die Erholungsfähigkeit mitmessen. Und da ist herausgekommen, dass bei den meisten Parametern eben das geerdete Schlafen erstens einmal zu einer geringeren Auslenkung geführt hat, und es hat sich auch gezeigt, dass die Erholung viel schneller funktioniert hat im Vergleich zu den Personen, die nicht geerdet waren. Weder die Probanden noch die Tester wussten dabei, welcher Gruppe sie angehörten. Bei diesem Bild sieht man ein bisschen so den Effekt, wie stark war die Negativauslenkung durch diesen Reiz. Rot würde bedeuten, eine ganz starke Verschlechterung der Performance. Das ist aber nur in der ungeerdeten Gruppe gewesen. In der geerdeten Gruppe hat es zum Beispiel sogar Personen gegeben, die sie eigentlich vom Effekt überhaupt nicht verschlechtert haben. Großteil war moderat, also ein bisschen verschlechtert, und ein paar haben sich stark verschlechtert. Aber hier sieht man relativ eine starke Schiefe zwischen der geerdeten Gruppe und der ungeerdeten Gruppe. Weitere Studien sollen nun zeigen, ob durch Erdung auch akute positive Effekte bei Leistungssportarten wie Fußball oder Sprint gemessen werden können, bei denen es nur kurze Erholungsphasen gibt. Zum Beispiel bei einer Spielanalyse, wo man zum Beispiel die Pause so gestaltet, dass man zum Beispiel geerdet sitzt, sich geerdet bewegt und so weiter. Oder bei einem Fußballspiel, dass man vielleicht geerdetes Material trägt, geerdete Schuhe trägt oder in der Pause geerdet sitzt. Das innovative Erdungsband hat auch im Sporthotel Edelweiß Einzug gehalten. Hoteldirektor Harald möchte seinen aktiven Gästen einen besonderen Schlafkomfort ermöglichen. Weil wir in einem Wintersportort leben und unsere Gäste eben sehr viel sportliche Aktivitäten machen. Das heißt, sie gehen sehr viel Skifahren, sie gehen Langlaufen, sie sind sportlich sehr aktiv, und da ist es sehr wichtig, dass sie sich erstens auch gut regenerieren und zweitens einen guten Schlaf haben. Mit dem Schlaf ist eben auch so, wir liegen auf 1750 Meter und unsere Gäste klagen oft die ersten 1-2 Nächte ein bisschen mit dieser Umstellung in diese Höhe, und ich glaube, dass wir mit diesem Produkt auch sicher garantieren können, dass ein gesünderer und tieferer Schlaf gewährleistet ist. Das mobile Vicon-Band ist erst der Anfang. Die Erfinder aus Österreich, die all ihre Produkte in der Schweiz nachhaltig fertigen lassen, arbeiten bereits an neuen Ideen. Hierzu zählen nicht nur Lebensmittel. Es ist unsere Intention natürlich, dass wir die Produkte und die Entwicklung, speziell im Sportbereich, gibt es einige Ideen bzw. Patente, die greifen eben in den Wintersport bzw. auch durchaus in den Sommersport hinein. Mountainbiken, Skifahren, Skitouren gehen, Langlaufen, all diese Themen bis hin zu Fußball und viele andere Sportarten und natürlich im Nicht-Sportbereich auch. Auch Yogamatten und Physiomassageteppiche sollen zukünftig nahezu überall für eine Balance der Energieströme im Körper sorgen. Für mehr Erholung und Lebenskraft.